Crisis, what Crisis? Siebte Staffel, Leben und Führen in Balance, Folge 6. Die Radieschen sind gerade von unten schön. Herzlich willkommen bei Crisis, what Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Episode von Crisis, what Crisis. Und heute haben wir einen provokanten Titel ja gewählt, nach dem Motto, die Radieschen sind nur von unten schön. Ah, es gibt ja diesen Spruch, die Radieschen von unten zu betrachten. Und eventuell, und da hatten wir ja den Übergang, Uwe hat das letzte Mal schon gesagt, dass wir sehr viel Thema nicht gerade im Wissen, aber in der Umsetzung, im Handeln haben an Defiziten. Und eventuell zahlen wir damit auch einen sehr hohen Preis im persönlichen Untergang, der sich nämlich bereits ankündigt, obwohl wir ihn noch selber gar nicht wahrhaben wollen. Uwe, wie siehst du die Radieschen oder wo hast du sie am liebsten? Ja, also das ist ja eine Frage, ne? Also zu sagen, es ist zu einfach und zu kurz gesprungen, wenn wir jetzt einfach sagen, dass es durchaus Menschen gibt, die sagen, für mich ist die Entscheidung, ob ich Erfolg habe und dafür ein kürzeres Leben, um dieses Bild mal die Radieschen von unten zu haben, dass die für sie klar ist. Ne? Sie sagen, um diese Sache zu machen, nehme ich das wissend in Kauf. Ich weiß das. Ich weiß zum Beispiel als Hochleistungssportler, es gibt Sportarten, die verschleißen bestimmte Teile des Körpers exorbitant, extrem. Ja? Muskelskelette oder meist das, Herz-Kreislauf etc. pp. Und trotzdem machen die das. Ich spreche jetzt nicht von leistungsfördernden Mitteln, die das dann beschleunigen. Das sind die Hasardeure, die das auch noch mehr wissen müssten und die auch dann im Umfeld Leute haben, die das für sie nicht einschränken. Ich spreche von denen, die ganz ehrlich ihren Körper jeden Tag an die physischen und psychischen Leistungsgrenzen bringen, ohne fremde Mittel oder ohne schädliche Mittelsubstanzen einzunehmen. Aber du hast vorhin gesagt, Wissensdefizit versus Umsetzungsdefizit. Und jetzt benutzen wir immer so fast, machen wir auch, ja, wir haben kein Wissensdefizit, wir haben ein Umsetzungsdefizit. Aber vielleicht ist gerade in unserer jetzigen Zeit auch auf das, was wir in der Zukunft machen, dieses Wissensdefizit basiert ja auf notwendigem Wissen, was ich tun kann, will und muss. Und da ist die Frage immer, wie ist denn Stand Wissenschaft und Technik im Augenblick? Und habe ich Zeit, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen? Wir beide lesen ja ununterbrochen und du sagst es auch immer, ich stelle noch eine Studie hier mit ein und damit ein. Aber habe ich die Zeit eigentlich, mich mit neuesten Erkenntnissen gerade im Umgang mit Menschen ständig auseinanderzusetzen oder auch mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die sich damit befassen, was Menschen denn in unserer Gesellschaft wirklich, wirklich bewegt? Da haben wir also möglicherweise ein enormes Wissensdefizit. Und dann basiert ja Wissen ganz stark auf Informationen. Und jetzt wird es schwierig. Ja? Bei der explosionsartigen Entwicklung von Informationen, von Daten, die uns umgeben, ist es ja unfassbar schwierig bis unmöglich, gar nicht bestimmte Aufgaben oder alle Aufgaben auf alle Informationen, die es dazu irgendwo gibt, aufbauend zu nutzen, damit ich die Aufgabe auch bewältigen kann. Das ist nicht möglich. Dann werde ich und nie bei manchen Sachen, ich ins Wort falle hier, darf ich ja auch noch erstmal oder sollte ich erstmal noch unterscheiden, ist es jetzt wirklich eine Information, die auf Fakten basiert oder ist es eine Meinung, die sich so irgendwie verselbstständigt hat, ne? Richtig. Eine Meinung, eine Gewohnheit, eine
Tradition, da kommen wir ja in einer anderen Folge noch dazu, weil wir das schon immer so machen oder weil man das jetzt, und dann nehmen wir immer, das ist unpersönliche Mann, ja, weil man das jetzt so tut und dann kommt die Frage, wer tut so etwas oder woher weiß man denn das und wo hast du das aufgenommen? Und dann fehlt mir die Quelle und dann fehlt mir die der Seriositätsnachweis dieser Quelle und auch selbst die Quelle, die ganz ernsthaft und ehrlich versucht, das zu bewerten, kann ich ja trotzdem in Frage stellen, weil es nicht immer basiert auf ganz wissenschaftliche Methodik. Und selbst die, auch die Wissenschaft, kann sich ja revidieren, indem die Die Belegung. revidiert sich ja auch laufend irgendwann mal Natürlich. wieder. Natürlich muss sie ja auch. Muss sie auch. Sie muss. Das ist ja in der Forschung. Also wir beide sind ja an Hochschulen unterwegs gewesen oder sind es auch noch. In der Forschung forsche ich ja immer ergebnisoffen. Was wir in der Gesellschaft erleben, wir hinterfragen gar nicht mehr ergebnisoffen, sondern wir erwarten sofort ein Ergebnis. Oder Ja, wie? oder es wird dann gesagt, ja, aber wieso? Letztes Jahr habt ihr doch das und das gesagt. Also gerade während der Corona-Krise war das ja auch so ein Thema. So, aber wieso? Letzte Woche war doch noch der Stand und jetzt ist der Stand. Ja, da hat sich ja wirklich eine Gesellschaft und auch die Wissenschaft erstmal nach vorne geirrt, weil alles Neuland war letztendlich. Richtig. Und jetzt fangen wir an, und das finde ich auch in Ordnung, einfach nochmal zu hinterfragen, aber die Schlussfolgerungen sind daraus schlecht, wenn du Corona sagst, waren die Entscheidungen während Corona richtig? Und was machen wir wieder mal in unserer Gesellschaft? Wir bewerten rückwirkend mit dem Erkenntnisstand von heute die Handlungen von Menschen mit in Führungsverantwortung, die in diesem Augenblick auf der Brücke standen und eine Situation bewältigen mussten, also mit ganz kritischem Blick. Und plötzlich wird dann, ob das nun alles so richtig ist und gut war oder so, das kann man ja bezweifeln. Aber man sollte da ganz alte Werte wie Fairness oder Respekt oder Achtsamkeit durchaus mit reinnehmen und sagen, wenn du auf der Grundlage des Wissens von vor 2, 3 Jahren diese Entscheidung getroffen hast, dann kann ich mir das angucken und kann für zukünftige Aufgaben daraus lernen. Das wollen wir aber gar nicht, sondern wir bewerten immer mit einem Abstand, ohne Verantwortung und ohne auch die Konsequenz tragen zu müssen, bewerten wir Situationen, in denen Menschen Entscheidungen getroffen haben oder Entscheidungen treffen mussten. Und das finde ich sehr, sehr unfair. Ne? Einfach. Und jetzt sind wir noch gar nicht beim Umsetzungsdefizit. Wir sind ja immer noch beim Wissensdefizit. Ja? Einfach zu sagen, ich entscheide in dem Augenblick im Unternehmen auf der Grundlage des besten Wissens und Gewissen. Und ich trage dann auch die Konsequenz. Ja? Und das ist schwierig. Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch. Naja, und wir sind ja hier gestartet, auch unter diesem Aspekt mit den Radieschen von unten zu Richtig. betrachten, dass ja auch viele Führungskräfte, das, was du aus dem Sport auch gebracht hast, mit dem Thema Leistungssteigerung, heute viele Führungskräfte, je nachdem in welchen Positionen, durchaus gedopt tagtäglich in die Arbeit laufen, weil sie es Richtig. anders gar nicht mehr durchstehen oder weil sie sich auch teilweise, ob es jetzt Unternehmer sind, aber auch viele angestellte Führungskräfte in entsprechenden Positionen,
ja, in so eine Leistungsspirale reinbegeben haben, dieses, ich komme da nicht mehr raus und ich muss dem bestehen und ich muss, 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 muss. Und ja, in der Rockmusik hieß es ja immer The Best Die Young und das war ja der Club der 27, also die, die mit 27 Jahren den Löffel abgegeben haben, weil sie diesem ganzen Druck, klar, da kamen noch Drogen und alles Mögliche damit dazu, aber das war ja auch nur ein Zeichen, dass sie mit der Gesamtsituation, in die sie da reingewachsen sind, oder eben nicht reingewachsen sind, einfach nicht klarkamen und nicht umgehen konnten. Das Und ich habe mir kam. jetzt schon überlegt, wir sind jetzt Ende August 24, als wir hier diese Episode aufnehmen, ob ich nochmal auf LinkedIn einen Post mit der Zahl 13 und einem Kreuz dahinter veröffentlichen sollte. Weil nicht unter dem Thema bist du abergläubisch mit der 13, sondern weil seit Jahresanfang in meinem erweiterten beruflichen und persönlichen Freundesbekanntenkreis 13 Personen in einem aktiven Alter den Löffel abgegeben haben oder zumindest so stark jetzt in klinischer Behandlung sind, weil sie aus dem Hamsterrad nicht mehr rausgekommen sind. Beziehungsweise weil sie auch die Hilfen, die ihnen angeboten worden sind, für sich nicht gesehen haben, weil kann mir ja nicht passieren. Ich weiß ja, was ich tue. Und wir reden jetzt durchaus von Leuten, die gerade mal eventuell irgendwo so zwischen den 50ern und gerade Anfang der 60er im Alter waren. Das ist, du hast zwei fantastisch schöne Beispiele gebracht, ne? Also mit denen, die sehr jung gestorben sind, also die sehr jung überlastet worden sind. Wenn man sich einfach deren Lebenssituation nicht, man kann nicht grundsätzlich alle nehmen, aber die Lebenssituation oder die Lebenswahrheit auch ansehen. Die sind ja nicht gestartet, Kurt Cobain, ne? Ist nicht gestartet mit dem Ansatz zu sagen, ich möchte Millionen von Menschen mit meiner Musik begeistern oder Milliarden von Menschen oder ich möchte jede Woche drei Hits rausbringen oder ja, sondern es sind Menschen, die eine bestimmte Neigung oder eine bestimmte Begabung bei sich entdecken und relativ früh anfangen, Kunst zu machen. In ihrem, ja, nur haben die in ihrem, in ihrer Vorstellung etwas zu entwickeln, eine Musik zu entwickeln und jetzt plötzlich passiert etwas ganz Phänomenales. Diese Musik gefällt auch anderen. Und jetzt reflektieren wir sofort, es kommt eine gigantische Druckwelle auf die zu, nämlich der erste Druck, oh, jetzt habe ich diesen einen Hit oder diese eine Geschichte gemacht und jetzt muss der Druck sein, ich muss eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte machen. Und dann kommt eine ganze Maschinerie, die da aufspringt und diese Maschinerie greift mich und lässt mich nie wieder los. Genau auch wie bei dem Manager, ja, dieses Peter-Prinzip. Aufzusteigen, zu leisten, immer wieder zu leisten. Das Fatale, wir können auch sagen, der Fatalismus daran ist, ich weiß es in jungen Jahren, dass ich so nicht 50 Jahre weitermachen kann. Ich habe möglicherweise aber auch gar nicht den Ansatz auszusteigen, wenn ich nicht ein gutes Umfeld habe. Oder aber wegzugeben oder Pausen einlegen zu können. Wenn mein Umfeld nicht stimmt, ja, das ist bei den Künstlern so, das Umfeld stimmt nicht, ja, es kommen ganz viele andere Menschen dazu, die die Situation ausnutzen, die diese Begabung, diese Neigung, dieses gar nicht haben, aber die etwas anderes gut können. Und ob das dann immer in unser Wertesystem passt oder nicht, es passiert halt einfach. Ne? Da haben wir ja immer wieder. Und jetzt ist in deinem Umfeld auch diese Älteren, die haben immer Erfolg gehabt. Und die haben aber immer auch für sich möglicherweise diesen Druck gehabt, es zu machen. Vielleicht auch dieses Glücksgefühl gehabt zu haben, in dem Wissen, ich kann das nicht immer machen. Ja, ich kann gar nicht sagen, die haben immer Erfolg gehabt, weil das wäre jetzt auch, ich glaube, das ist jetzt auch gerade diese Thematik. Wenn du immer Erfolg hast und es läuft, dann hat es vielleicht noch mal ein anderes Teil. Aber gerade weil jeder von uns irgendwelche beruflichen oder sonstigen auch Rückschläge mal erlebt hat, Situationen, in denen er gesagt hat, boah, geht das jetzt ans Existenzminimum, wie kriege ich das Ganze wieder hin? Oder der ein oder andere vielleicht auch schon mal die ein oder andere Insolvenz vielleicht hingelegt hat und sagt, nee, das möchte ich garantiert nicht nochmal haben und damit auch manchmal Sachen überkompensiert. Oder eben, so wie du sagtest,
Der ein oder andere steckte da auch dann mal in so einem Teil drin. Naja, ich habe ja eine Verantwortung. Also wir haben ja auch mal immer schon über dieses Thema der Gewohnheiten und Routinen gesprochen. So, und irgendwann hat sich da was eingeschlichen, dieses, wir haben ja auch diesen Part schon gehabt mit dem, wann sind wir körperlich. Wann bräuchten wir eine körperliche Erholung? Wann bräuchten wir eine mentale Erholung? Wann bräuchten wir eine emotionale Erholung? Also in diesen Bereichen drin. So, und wenn ich jetzt Körper, also ich bin mental gefordert, weil ich Leistungen bringen muss. Ich bin aber auch merke, dass es mich körperlich fordert, weil ich eben nur noch 5, 6 Stunden Schlaf hinkriege, weil ich einen 16-Stunden Arbeitstag habe. Und wenn ich dann noch sage, und jetzt muss ich aber sportlich was machen, dann wäre ein sportlicher, sanfter Ausgleich in der Bewegung super. Wenn ich dann aber dazu übergehe, für den nächsten Marathon schon wieder zu trainieren und schon mich wieder in das nächste Leistungs, Ja. ja, Level rein zu katapultieren, dann komme ich ja überhaupt nicht mehr in eine Erholungsphase. Und dann kommen auch, da kam jetzt neulich auch wieder eine Diskussion auf, ist denn Ruhe überhaupt in unserer Gesellschaft anerkannt, wenn ich mal sage, du, ich habe am Wochenende nichts getan. Nee, gar nicht. Ich bin einfach nur so, ich habe mir nichts vorgenommen, ich habe keine Termine gehabt, ich hatte nicht vor, dass ich irgendetwas erreichen will. So nach dem Motto, ja, aber du musst doch an einem Wochenende mindestens dieses und jenes noch erlebt haben. Nein, muss ich nicht. Ich kann einfach auch mal Stille gehabt haben und den Kopf und alles Mögliche freigelassen haben. Kann man machen. Ja, und jetzt sind wir nicht, wir haben ein Wissensdefizit, aber wir haben auch ein Umsetzungsdefizit. Wir haben nicht, nämlich die Schwierigkeit, Wissen und unsere Ziele und Pläne in Einklang zu bringen. Ja, einfach zu sagen, ja, ich weiß darum, ja, ich müsste das mal machen und alle anderen wissen es auch. Du musst irgendwie Erholung, Anspannung und Entspannung in eine Balance bringen. Darüber haben wir ja schon an verschiedenen Stellen auch mit Sven schon gesprochen. Einfach zu sagen, diese Gewohnheit aber. Nehmen wir mal an, ja, nein, das Leben ist nicht immer nur eine Bergauf-Etappe, sondern da gibt es auch mal Rückschläge, Rückfälle. Und jetzt weiß ich aus meinem Leben, dass diese Dinger ungeheuer notwendig waren und richtig waren und auch gut waren. Und dass man dann wieder, wir haben das mal gemacht in Firmen nach Corona, da hieß das Thema jetzt wieder durchstarten. Und dass wir dann wieder durchstarten. Das Umfeld, jetzt kommt wieder dieses Phänomen des Umfelds. Das Umfeld erwartet das auch nicht anders, dass du wieder durchstartest. Und ich muss gucken, entweder alleine oder auch mit meinem Umfeld, wie starte ich denn wieder durch? Ja, mit welcher Energie starte ich wieder durch? Oder habe ich gelernt aus den vorhergehenden Dingen? Habe ich mir die Zeit genommen zu reflektieren und zu sagen, das war bisher gut und das war schlecht, es war notwendig. Gehe ich wieder in dieses Hamsterrad, von dem du sprichst, wo ja viele Menschen glauben, dass sie permanent da drin stecken? Oder finde ich für mich Freiräume, die es mir ermöglichten, in diesem Hamsterrad mit Energie und mit Schwung und mit Ausdauer wieder zu funktionieren? Aber nicht einfach nur blind zu funktionieren, sondern so zu funktionieren, dass ich nicht an meine psychischen und physischen Grenzen gehe. Und wenn das eine Erkenntnis ist daraus, zu sagen, und ich sage, ich will gar nicht wieder diese, ja, es ist ja ganz verwunderlich, ich habe am Wochenende ein Interview gehört mit einem Manager eines Fußballclubs und dort hat aus freien Stücken ein Mitarbeiter aus dem Top-Management in diesem Fußballclub, Bundesliga, entschieden, ich gehe in die zweite Reihe. Das wird ganz merkwürdig hinterfragt. Warum ist das eigentlich so? Weil ich das vorhandene Wissen in meinen persönlichen Lebensplan integriert habe. Gesagt habe, ich fühle mich dabei wohl. Also der hat darauf geantwortet, ich fühle mich dabei wahnsinnig wohl. Und das ist in Ordnung so. Dieses Wohlfühlen ist ein Thema. Wir sind ja schon wieder am Ende auch dieser Episode, weil du gesagt hattest gerade, das in das Funktionieren kommen, hat es dann relativiert. Für mich ist so dieses Thema, wie lebendig fühle ich mich bei dem, was ich tue? Und das hat für mich so eine ganz andere Qualität,
Lebendig fühlen heißt, ich spüre mehrere Sachen, die auch drumherum sind, nicht weil ich den Fokus verloren habe, sondern weil es nicht nur darum geht, ich funktioniere, um eine Aufgabe, um etwas zu erfüllen, sind wir wieder beim Thema Erwartungshaltung, die ich selbst oder andere in mich gesetzt haben, sondern ich bin lebendig, weil ich auch etwas mit Leben erfüllen will. Und wenn ich mit etwas mit Leben erfülle, dann inspiriere ich meistens auch mein Umfeld, auch in der Führung, dran anders damit umzugehen. Und glaube, da darf jeder mal nochmal nach dieser Episode vielleicht in sich gehen, mal bei sich schauen. Wir werden in den nächsten Folgen auch nochmal an handfeste Parts kommen. Wie kann ich es organisieren anders? Da mal reinzuschauen, bevor er sonst die Radieschen vielleicht frühzeitig von unten betrachtet und vor allem für viele liebe Menschen, die ja auch mit ihm gerne noch Zeit verbringen wollten, für die dann nicht mehr da ist. Also bleibt uns gewogen, bleibt nachdenklich und denkt mal, wie es bei euch so ausschaut. Was wisst ihr, was setzt ihr um? Bis zur nächsten Woche. Ciao. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.